Hallo lieber Löwe, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch deinen Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den anderen Videos auf meinem Kanal und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Heute arbeite ich mit den Osho Zen Tarotkarten. Sei vorgewarnt, die können ein bisschen erbarmungslos sein. Ja? Sagen immer die Wahrheit, aber manchmal auf eine erbarmungslose Art und Weise. Deine Jahreslegung für 2021 ist online. Du findest den Link unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Ja? Was noch? Genau, in Bezug auf die Legung nicht vergessen. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Löwe, intuitiv habe ich bei dir das Gefühl, dass du im Februar etwas in der Hand hältst, das du schon immer in der Hand halten wolltest. Und jetzt hältst du es da in der Hand und weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Was ist es, das du schon länger halten wolltest, in Griffnähe haben wolltest? Irgendjemanden oder irgendwas wolltest du berühren. Du wolltest es in deinem Griff haben. Und da denke ich jetzt direkt an die Sternkarte. Bei der Sternkarte geht es um unantastbare Ziele, ja, Ziele, die außer Griffnähe sind, außer Reichweite sind. Und jetzt, da du es in der Hand hältst, fragst du dich, wie du damit fortfahren sollst. Schauen wir mal, was die Karten sagen. Eine Karte bitte für Löwe im Februar 2021. Integration, die 14. Karte hier, die ist auch bei Zwillinge vorher gekommen, aber bei Zwillinge war es eine komplett andere Bedeutung. Naja, bei Zwillinge ging es um etwas komplett anderes. Diese Karte stellt im Tarot die Mäßigkeitskarte dar. Bei Mäßigkeit geht es darum, dass man gib mir einen Moment. Bei Mäßigkeit geht es generell darum, dass man es nicht übertreibt, dass man sich höflich zurückhält, cool bleibt, in der Natur bleibt, ausgeglichen bleibt, etc. etc. Aber bei dir höre ich was anderes raus, weil ich habe gerade die Mäßigkeitskarte vor meinem geistigen Auge und was ich höre ist, versau es nicht. Versau's nicht, Löwe. Ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Ein Moment. Ja, die Sternkarte nehme ich auch rasch hervor. Ein Moment bitte. Ich sehe diese Karten zum ersten Mal auf diese Weise. Hier habe ich die Sternkarte. Die Sternkarte ist ein sehr fantasievolles Bild. Ja, hier geht es um nicht unerreichbare, sondern weit entfernte Wünsche, Träume, Objekte oder Menschen, die eben nicht in Reichweite sind. Ja, so, dass man es fast schon aufgibt. Und es kommt mir vor, wie wenn sich das gewandelt hätte. Aus diesem Traum hier wurde etwas Realistisches. Hier stehst du nun an diesem Gewässer, du bist hier angekommen, da wo du dachtest, dass du niemals oder stehen würdest, da stehst du nun. Und wir haben hier zwei Flüssigkeitsbehälter, hier zwei Flüssigkeitsbehälter. Jetzt, da du hier bist und und etwas in deiner Hand jetzt hast, sollst du den Weg hin zur Krone, diesen Königsweg, ja nicht versauen.
Es ist so, wie wenn hier noch ein letzter Schritt ist hin zur Wunscherfüllung, ja? Und du musst jetzt schauen, dass du cool bleibst, du musst jetzt schauen, dass du die Langeweile, die diese Griffnähe jetzt mit sich bringt, aushältst, ja? Du bist Löwe, du bist ein Feuerzeichen, dementsprechend willst du Dinge anpeilen, Dinge, von Dingen träumen, sie versuchen zu bekommen, etc., etc. Aber jetzt hast du es in der Hand. Du hast es jetzt in der Hand, es ist in Griffnähe, es ist in Reichweite und du sollst den weiteren Weg jetzt nicht versauen. Okay? Ich lese dir hier aus dem Begleitbuch vor. Der Konflikt liegt im Menschen. Wenn er dort nicht gelöst wird, kann er sonst nirgendwo gelöst werden. In dir wird Politik gemacht, zwischen zwei Teilen deines Geistes. Es gibt eine schmale Brücke. Wenn diese Brücke durch ein Unglück, durch einen physiologischen Defekt oder aus einem anderen Grund zerstört wird, spaltet sich die Persönlichkeit. Aus einer Person werden zwei und es kommt zu Schizophrenie oder Persönlichkeitsspaltung. Wenn die Brücke bricht und die Brücke ist sehr zerbrechlich, dann wirst du zwei, verhältst dich wie zwei Personen. Am Morgen bist du liebevoll und schön, am Abend bist du wütend und völlig anders. Du erinnerst dich nicht an den Morgen. Wie kannst du dich erinnern? Ein anderer Geist war am Werk und der Betreffende ist zwei Personen. Wird diese Brücke so verstärkt, dass die beiden Geister als zwei verschwinden und eins werden, kommt es zur Integration, zur Kristallisation. Was Gurdjieff die Kristallisation des Seins nannte, ist nichts anderes als zwei Geister, die eins werden, das Treffen der inneren Frau mit dem inneren Mann, das Treffen von Yin und Yang und von rechts und links, das Treffen von Logik und Unlogik, das Treffen von Plato und Aristoteles. Also lauter Dualitäten, zwischen denen man hin und her schwanken könnte, aber eben jetzt nicht sollte. Ja? Die gleiche Karte, Mäßigkeit. Zwei Kelche. In einem ist heißes Wasser, im anderen kaltes Wasser und da sollst du hin und her schwenken. Das Blinken kommt von dieser Karte, die hat diese Energie, ist vorher bei Zwillingen auch passiert. Einfach ignorieren. Und du musst jetzt schauen, dass du hier zwischen heiß und kalt, Löwe, cool bleibst. Du hast es jetzt, da du es in der Hand hast, bist du dazu geneigt, so diesem Feuer in dir nachzugeben und vielleicht irgendetwas zu tun, ja, das falsch wäre. Tu es nicht. Okay? Ich bin mal gespannt, was die Karten jetzt sagen werden. Füße stillhalten heißt es hier, ja? Bleib, wo du bist, Löwe. Tu nichts. Jetzt keinen Fehler machen. Löwe im Februar 2021, bitte. Löwe im Februar 2021. Die Liebenden. Auch ein ziemlich ferner Traum. Ja, Fantasie. Was bisher in deiner Fantasie war, wird Wirklichkeit. Ja, das hier ist etwas, das viele anstreben, oder? Es wird uns in Filmen, wird uns das vorgegaukelt, oder so diese ideale, wunderbare Liebe, der Traumpartner, die Traumpartnerin. Und dann gibt es immer so dieses ewige Streben danach. Ja, ihr kennt das, Menschen, die in einer Beziehung sind und trotzdem Ausschau halten nach was Besserem. Immer so dieses ewige Streben nach der perfekten Liebe. Und du, Löwe, hältst diese Gelegenheit gerade in der Hand. Ja, das, was die Menschen die ganze Zeit anstreben. Und das ist ja auch das, wovor man dich warnt, während du das Ideale da, was viele anstreben und was du auch ersehnt hast, in der Hand hältst, sollst du bitte nicht dem Feuer in dir nachgeben und links und rechts nach besserem Ausschau halten.
Du hältst gerade das Beste in der Hand. Ja? Die Schlange hier unten beißt sich in den Schwanz, ja, es warnt dich davor, irgendetwas zu manifestieren, das dann ringsum geht und dich wiederum beißt. Okay? Der Magier. Siehst du hier seinen Gürtel? Das ist auch eine Schlange, die sich selbst beißt. Der Magier ist die Manifestationskarte, Löwe. Und auch hier wieder die Warnung, manifestiere nichts, das dann ringsum geht und dich selbst beißt. Beiß dich nicht selbst mit dem, was du manifestierst, heißt es hier. Wir haben hier die Liebenden, eine Fantasie. Hier haben wir den Magier, der etwas manifestiert. Du hast im Februar die Gelegenheit, einen Wunschtraum Wirklichkeit werden zu lassen. Etwas, das stets Fantasie war, hier auf Erden zu manifestieren. Du hast hierzu alle Elemente des Tarot zur Verfügung. Du hast die Liebe, du hast die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, du hast das Wissen und du hast die Leidenschaft dazu. Für dich wird jetzt vor allem wichtig sein, mit dem richtigen Tool zu beginnen. Okay, das ist so das Dilemma vom Magier. Der hat zwar alles zur Verfügung, aber muss herausfinden, was zuerst eingesetzt werden muss. Okay? Der Herrscher, die Herrscherin, die sind König und Königin aller Könige. Die haben immer alle zur Verfügung, aber als Magier hast du einen Shot. Du musst beim ersten Mal das Richtige hervorholen. Und das Feuer in dir brodelt. Am liebsten möchtest du zielstrebig vorgehen. Zielstrebig vorgehen. Das bist du im Tarot. Das bist du. Und du hältst hier eine Sonnenblume in der Hand. Ja, du willst, dass Freude pur herrscht. Die Sonnenkarte ist die positivste Karte im Tarot und das strebst du an. Du willst das absolute Glück und du könntest in diesem einen Moment, wo du diese Sache hier in der Hand hältst, ja, wo es plötzlich so real ist, dass du es direkt umsetzen kannst, könntest du dazu geneigt sein, dich ein bisschen daran zu langweilen. Ja? Und dich zu fragen, ob es vielleicht eine noch bessere Fantasie gibt, eine noch bessere Vorstellung gibt, dass du anpeilen könntest. Okay? Der Hierophant. Der Magier ist Karte 1, der Hierophant ist Karte 5, dazwischen liegt der Herrscher, die vierte Karte. Beherrsche dich, Löwe. Löwe, beherrsche dich, bleibe ruhig, bleibe kontrolliert. Ja? Schau mal, wie sich Herrscher verhalten. Herrscher sind, ein Herrscher ist ein Herrscher ist der König aller Könige. Und du musst dir vorstellen, Queen Elizabeth ist deine Königin und sie ist schon sehr cool und bedacht. Und jetzt stell dir einen Herrscher dar oder eine Herrscherin, Alexander der Große, Katharina die Große. Geht mal, wobei Bildmaterial gibt es hier nicht wirklich viel, aber in Filmen werden diese Menschen recht gut dargestellt. Geht da mal schauen, wie die so drauf sind. Die lassen sich nicht von der Leidenschaft in sich beirren. Die haben einen Plan und wenn die zum Beispiel oder wenn Alexander irgendwie, sagen wir mal, Europa erobern wollte und dann zack, dabei war, Europa zu erobern, hat er sich nicht gedacht, warte, einen Moment, ich gehe jetzt lieber Afrika erobern. Nee, der hat
sich das geholt. Er ließ sich nicht direkt in diesem Moment davon abstumpfen, dass dieser Traum so nah ist. Okay. Der Mond. Das Einzige, was dich jetzt auf diesem restlichen Weg, den ich dir auf der Mäßigkeitskarte gezeigt hatte, ja, der zum Königsweg leiten kann, ist der Glaube, dass das hier, was auch immer du da vor deiner Nase stehen hast, tatsächlich das ist, was du immer angestrebt hast. Das hier ist dein Glaube daran, ja, der Hierophant ist dein Gläubiger. Der Mond stellt einen unklaren Weg dar. Sobald du etwas in der Hand hältst, wird dir ein bisschen mulmig hier. Es ist wie wenn du dir, wie wenn du jahrelang von Dauerwellen träumst. Und jetzt sitzt du im Coiffeursalon, die macht dir da Dauerwellen und irgendwie bist du skeptisch. Wird das jetzt wirklich was? Ja, du kriegst sie gerade. Ja, glaube daran, dass du Dauerwellen haben möchtest, dass dies dein Weg ist. Der Weg dahin ist unklar, ja, aber halte deinen Glauben aufrecht. Okay? Und am Ende gibt es was zu feiern. Drei der Kelche. Erntedankfest, da wird geerntet, da erntest du das, was du gesät hast. Und wieder der Hinweis auf die Schlange. Okay? Eine ungewohnt kritische Legung, also auf eine solche Art und Weise musste ich noch nie Menschen warnen. Ja, so à la, hey, du hast hier was ersehnt, jetzt bekommst du es, pass ja auf. Ja, dass du das nicht doch noch nicht wie haben möchtest. Okay. Kommt eine unstete Zeit da auf dich zu? Das ist einfach, weil du es jetzt plötzlich in der Hand hältst. Ja, das lässt dich so. Sobald das Ferne so fassbar wird, ist es. Langweilig. Langweilig. Und das Feuer in dir will aber Vorwärtsbewegung, mehr Spannung. Ja, Königin der Schwerter, Löwe, denke unbedingt langfristig bei dieser Sache. Ja, lass dich nicht von momentanen Leidenschaften zu irgendetwas treiben. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich für jene, bei denen es hier um eine Liebesbeziehung geht, fragen, was die weibliche Seite noch nicht über die männliche Seite weiß, aber wissen sollte und was die männliche Seite noch nicht über die weibliche Seite weiß, aber wissen sollte. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.